Finanzminister Wolfgang Schäuble. Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Zum vierten Mal in Folge stellt Bundesfinanzminister Schäuble einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden vor. Wir haben viel erreicht. Die Lage für das Land ist besser geworden. Die Aufgaben für unser Land sind größer. Die Lage für die Menschen ist gut. Aber es gibt viele Probleme. Aber wir dürfen uns auf den Erfolgen nicht ausruhen. Mit 138 Milliarden, das größte Budget, erhält das Ressort Arbeit und Soziales. Danach folgen Verteidigung mit 37 Milliarden, 20 Milliarden für Zinszahlungen des Bundes. Für Verkehr und Digitalisierung sind weitere 28 Milliarden eingeplant und Bildung und Forschung erhält 18 Milliarden Euro. Der Etat für das Bundesinnenministerium mit den wichtigen Bereichen innere Sicherheit und Terrorabwehr wurde um mehr als 1 Milliarde aufgestockt. Hiervon werden ganz besonders die Sicherheitsbehörden profitieren. Mehr als 10.000 neue Stellen bis 2020. Im kommenden Jahr sind allein bei der Bundespolizei 2.000 neue Stellen vorgesehen. Das Bundesfamilienministerium verbucht mit 9,5 Milliarden auch einen deutlichen Zuwachs. Familien sollen weiter entlastet werden. 6,4 Milliarden stehen für Elterngeld und Elterngeld Plus zur Verfügung, knapp 0,5 Milliarde für den Kita-Ausbau und 278 Millionen werden in die frühkindliche Sprach- und Integrationsförderung investiert. Wir sind mit dem Bundeshaushalt 2017 sehr zufrieden. Er ist ausgeglichen, ohne dass wir die Steuern erhöht haben. Wir haben mehr Geld ausgegeben für Investitionen. Wir haben mehr Geld ausgegeben für Bildung und Forschung. Wir unterstützen die Länder und die Kommunen. Wir unterstützen sehr viel im Bereich der Migration und der Flüchtlinge. Und insofern zeigt es sich, dass wir sehr, sehr leistungsfähig sind. Besonders zu erwähnen ist außerdem die Stärkung der deutschen Milchbauern. Sie werden steuerlich um 58 Millionen entlastet. Zusätzlich fließen 55 Millionen in das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung.